Freunde, wir beginnen wieder die Torah mit Parashat Bereshit im Jahre 5781. Hashem kreiert die Welt. Und er sagt, dass die Welt sehr gut ist. Tov Meod, verkündet Hashem. Warum ist es uns Menschen wichtig zu wissen, dass die Welt Tov Meod ist? Er findet sie gut. Okay, warum muss die Torah das schreiben? Ich möchte hierfür eine Geschichte erzählen. Einst war ein Mensch, der 30 Jahre in seinem Haus gewohnt hat. Auf einmal bekommt diese Person einen Brief. Der Brief stammt von einer Gruppe von Räubern. Und die Räuber sagen, wissen Sie was? Vor über 50 Jahren, als wir noch jung waren, haben wir einen Schatz in ihrem Haus verborgen. Dieser Schatz, die Besitzer sind schon längst nicht mehr am Leben. Wir haben längst die Hoffnung aufgegeben, diesen Schatz zu holen. Wir haben auch abgeklärt mit den Anwälten, das gehört ihnen. Sie können sich ihren Schatzes erfreuen und dort liegt er. Der Mensch freut sich natürlich, er hat einen verborgenen Schatz in seinem Haus und er ist glücklich und zufrieden. Die Wahrheit ist aber, obwohl das Glück jetzt kommt, gehört ja der Schatz schon 30 Jahre dieser Person. 30 Jahre liegt er schon dort, aber man hat nichts davon gewusst. Wenn die Torah sagt, Tov Meot, weil die Torah uns lehren, dass wir wissen sollen, was für ein Schatz mit der Welt wir vor uns haben, wie teuer dieser Schatz ist, wie teuer das Leben ist, wie teuer die Welt ist. Viele Menschen gehen durchs Leben, ohne zu realisieren, was für ein besonderes Leben sie haben, was für ein Geschenk das Leben ist, was für ein Geschenk die Welt ist, die sie umgibt, wie tiefgründig und besonders das ist. Sagt die Torah, bei der Weltschöpfung, wisse Mensch, die Welt ist Tov Meod, sie ist sehr gut und lebe demnach, schätze dein Leben und schätze die Welt, die dich umgibt. Shabbat Shalom. Thank you.